Wir sind sicherlich in einigen Ländern in Europa auf einem hervorragenden Weg, auf einem hervorragenden Stand. Aber wir haben in vielen Regionen deutlichen Nachholbedarf. Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir sind marktführend. Wir sind echt gut entwickelt. Ich glaube, dass wir ganz schön Schwierigkeiten haben, bei Asien und Amerika hinterherzukommen. Europa muss einfach erkennen, dass es langfristig nur wettbewerbsfähig sein wird mit großen Wirtschaftsräumen wie den USA und China, wenn hier viel stärker europäisch zusammengearbeitet wird und tatsächlich das, was wir schon haben, nämlich einen gemeinsamen Währungsraum und damit auch eine gemeinsame Volkswirtschaft, auch von einer gemeinsamen Wirtschafts- und Industriepolitik begleitet wird. Unsere Studie hat uns ganz klar gezeigt, warum Europa investieren sollte. Wir haben die Erfolgsgeschichte der Europäischen Union vor Augen. In den letzten 20, 30 Jahren war es immer zwei Erfolgsbedingungen. Einmal qualifizierte Fachkräfte und eine hochfunktionale Infrastruktur. Es sind die Investitionen, auf die es ankommt. Sehr fokussiert und konzentriert sind es vor allem fünf Felder, auf die wir uns konzentrieren müssen, wenn wir wieder in ein positiveres Fahrwasser kommen wollen. Erstens Digitalisierung. Wir wissen, dass digitale Infrastruktur ein ganz zentrales Thema ist. Digitalisierung wird entscheidend sein, auch im globalen Wettbewerb. Zweitens soziale Infrastruktur, Straßen, Schienen. Drittens Bildung. Bildung wird im globalen Wettbewerb immer wichtiger. Viertens Gesundheit. Und fünftens und vielleicht mit am wichtigsten sind F&E-Investitionen. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowohl von staatlicher als auch von privater Seite. Wir stehen mitten in einer digitalen Revolution und das bedeutet, dass sich das Wirtschaftsumfeld, der Arbeitsalltag, vieles sehr stark verändern wird. Und der Staat kann in dieser Situation Anreize setzen, dass Unternehmen die notwendigen Investitionen tätigen und vor allem die Infrastruktur schaffen, dass Wettbewerbsfähigkeit unter diesen Bedingungen notwendig ist. Das hat investive Komponenten, es ist aber auch viel in Sachen Regulation zu machen. Wir müssen da europäische Wege gehen, sonst werden wir, wenn wir zu spät beginnen zu agieren, letztendlich nur das kopieren können, was in den USA und beispielsweise auch in China vorgelegt wird. Investitionen müssen zwei Bedingungen erfüllen, damit sie die Wirkungsmacht zeitigen können, die wir auch erwarten. Investitionen wie ein Schlüsselbereich wie Digitalisierung haben sogenannte Leverage-Faktoren hinter sich. Und deshalb müssen Investitionen, das ist mein erster Punkt, sehr zielgerichtet eingesetzt werden. Die zweite Voraussetzung für die große Wirkungsmacht, die diese Investitionen wirken können, ist die Voraussetzung, dass es uns gelingt, private Investitionen zu incentivieren. Das heißt, über den staatlichen Rahmen hinaus ein Klima zu schaffen, in dem private Investitionen gewissermaßen entfesselt werden in genau den Sektoren, in denen sie entscheiden und entscheidend wirken können. Und dies kann gelingen. Es ist nicht sehr vielversprechend, wenn der Staat sich hinsetzt und sagt, ich definiere jetzt die Wachstumsfelder und die Zukunftsfelder für Investitionen. Wir müssen da den Dialog zwischen Unternehmern, aber auch der universitären Forschung, der Forschung auch in außeruniversitären Instituten zusammenbringen und es so schaffen, einen Dialog über die richtigen Prioritäten zu definieren. Und damit das zu erreichen, worum es uns geht. An die Erfolgsgeschichte Europas anzuknüpfen, diese Erfolgsgeschichte, die eine Erfolgsgeschichte von einmaliger Prosperität in diesem Kontinent gewesen ist. Ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten dazu, wir müssen uns bloß darauf konzentrieren. Investieren in Schlüsselbereiche gemeinsam mit dem privaten Sektor.